Hi, ich bin's Lies und heute gebe ich dir 5 Tipps, wie du dich nicht verrückt machen lässt vor dem Sex. Wenn du noch wenig oder gar keine sexuelle Erfahrung hast, dann kann das Thema dich ganz schön überfordern. Aber keine Sorge, es ist ganz normal, nervös zu sein. Hier kommen ein paar Tipps, mit denen alles etwas entspannter ablaufen kann. Erstens, cool bleiben. Sex ist eine aufregende Sache, besonders wenn es eine neue Erfahrung für dich ist. Sprich am besten mit deinem Partner oder deiner Partnerin darüber. Wenn ihr es beide langsam angehen lässt, dann läuft der Sex auch gleich viel entspannter. Zweitens, hab keine überhöhten Erwartungen. Beim Sex muss nicht immer alles sofort klappen. Gerade bei den ersten Erfahrungen miteinander müsst ihr euch noch ein wenig aneinander gewöhnen. Nehmt euch Zeit zu probieren, was euch gefällt und redet darüber. Sollten Pannen passieren, kann es auch mal lustig sein und ihr könnt gemeinsam darüber lachen. Drittens, probiere aus, was du magst und möchtest. Du kannst dir vor dem Sex überlegen, was dir gefallen könnte. Probier diese Dinge mit dir selbst aus und schlag sie deinem Partner oder deiner Partnerin vor. Manchmal kommt man gar nicht auf die Bedürfnisse der anderen Person oder traut sich nicht, sie auszuprobieren. Wenn ihr offen über eure Bedürfnisse redet, könnt ihr zusammen viel Freude haben. Du musst aber auch nicht alles machen, was sich die andere Person wünscht, wenn du es nicht möchtest. Viertens, denk an den richtigen Schutz. Bevor du das erste Mal Sex hast, solltest du dir Gedanken über Verhütung machen. Neben der Verhinderung einer ungewollten Schwangerschaft ist es auch wichtig, sich vor einer Ansteckung mit einer STI zu schützen. Dafür kannst du dich gemeinsam mit deinem Partner oder deiner Partnerin testen lassen und ihr könnt Lecktücher und Kondome verwenden. Fünftens, achte auf die richtige Hygiene. Ausreichende Hygiene kann vor einer Ansteckung mit bestimmten STI wie Krätze oder Filzläuse schützen und macht den Sex für alle Beteiligten angenehmer. Man muss es aber auch nicht übertreiben. Regelmäßiges Waschen reicht vollkommen aus. Zur Pflege deines Intimbereiches solltest du nur Wasser benutzen. Das ist völlig ausreichend. Deos und Parfüms haben im Intimbereich ebenso wenig verloren wie zu viel Seife oder Shampoo. Wenn du dazu noch Fragen hast, ruf uns an, schreib uns eine Mail oder komm vorbei.